Okay, wir sind in Diego. Das ist eigentlich immer gut. Warum? Weil ich kann euch jetzt mal zeigen, wo diese komischen Challenges das sind, die wir da für diese... Was ist das? New Jeans Geschichten da machen müsst. Ihr müsst nämlich die Schule, glaube ich, erreichen in einer der Missionen. Zeige euch gleich, wie ihr das macht. Schule ist hier, ne? Und glaubt mir eins, da geht's ab. Weil die Schule ist nämlich der Ort, an dem ihr auch diese ganzen anderen Missionen da erreichen. Die Starting Location, das geht noch nicht. Die Jukebox, die ist, glaube ich, da unten an der Schule. Die muss da irgendwo an der Schule sein. Diego ist nämlich eine, ist die Map, wo diese Nummer läuft, diese New Jeans Geschichte. Und da wird's jetzt einiges zu tun geben da an der Schule. Glaubt's mir, es werden alle hier sitzen bleiben. Oh. Ja. Eine Ewigkeit später. Zone kommt. Jetzt hat einer das Ding angemacht. Einer hat es gerade angemacht. Ach shit, ich muss das dann alles muten. Hier ist es. Okay, so, das war's. Jukebox erledigt. Also jetzt wisst ihr, wo das Ding ist. Ich krieg jetzt ein Copyright-Ban wegen irgendwelchen komischen K-Pop-Gedöns. Auch sowas, ne? Haben sie sich was Schlaues überlegt? Der Typ hat sich echt da reingeschlichen und hat dieses Ding angemacht. Witzig. Okay. Mission ist ja. Mission ist ja. Auch 4 Medipacks nehmen, die mache ich jetzt noch schnell. Schon geil, wie sich alle hier hinten gestapelt haben. Aber das Abwarten hat sich gelohnt. Denn das Abwarten hat sich gelohnt, denn es war, der Typ war noch da, ne? Habe ich nicht gesagt? Also das ist echt ein krasses Mindgame. Der Typ war bis ganz am Schluss da. Aber ich habe halt länger gewartet, weil ich einen Jammer hatte. Ich hatte einen Jammer, lasst mich mal ganz kurz nochmal. Ich hätte gerne noch einen Vierer-Scope oder was. Ich bin jetzt mittlerweile sicher, dass ich hier irgendwie ziemlich allein bin. Dann ist mir das jetzt echt wurscht. Und wenn mir jetzt noch einer weggrast, dann ist es also, habe ich Pech gehabt. Hier First Aid Kits. Jetzt möchte ich immer noch in die Zone und gucken, wie weit wir kommen. Ich wollte ja nur diese komische Jukebox-Geschichte da erledigen. Das wäre jetzt erledigt. Knarre wegstecken. Ein bisschen schneller.
Das ist auch wieder so ein Witz, ja. Jetzt darf ich hier, dürfen wir keine, dürfen wir diese komischen Videos da nicht hochladen von dieser Jukebox, weil wir sonst ein Copyright-Problem kriegen. Nice. I like that. Tja, so ist das mit diesem PUBG. Haben wir es überhaupt erledigt? Ja, ne? Yes, keine... Da ist es, die Jukebox ist erledigt. Ich bin nicht sicher, vielleicht gibt es da noch eine andere Jukebox irgendwo. Ich loot noch mal ganz kurz hier. Hier steht ein Auto. Ich brauche noch einen von diesen Midi-Packs für meine Tagesmission. Ist kein Casual, wohlgemerkt. Ah, gut, das wisst ihr. Weil es ist ja... Wir sind ja offensichtlich... in der Ego-Perspektive unterwegs. Gelber Marker. Oder? Ja, komm, wir fahren gleich über die Brücke. Was soll's? Gleich drüber. Plopp. So jagt man sich eine Spritze rein. Einfach direkt ins Herz, Leute. Adrenalinspritze direkt ins Herz, so wie bei Pulp Fiction. Die Eltern unter euch werden sich noch dran erinnern. Eventuell. Boah, ich fahre richtig gut gerade. 24 am Leben. Aber das haben wir doch eigentlich ganz schlau gemacht, oder? Midi-Packs erledigt, Jukebox erledigt, drei Viertel des Servers erledigt und wir mussten noch nie einen Schuss abgeben. Ein bisschen. Warte. So. Wird das hier ein Bridge Game? Nee, oder? Unwahrscheinlich. Da fahre ich nicht rein. Palace. No fucking way. I like it here. Dann haben wir uns noch so ein Ding rein. Es sind ultra die Profis noch am Start, ey. Wahnsinn. Was habe ich denn da für einen Lippenstift vorne an meiner Knarre dran? Alles klar, whatever. Zweimal wollen wir nicht antreten hier. Steht das an dem Auto? Ist das meins? Ne, warte mal. Das ist nicht meins. Shit. Kommt auch noch einer. Chancen, dass von hinten noch welche kommen, sind recht hoch. Ich glaube, da war noch einer irgendwo. Bin ich hier gerade noch einer rumgeballert? Ich bin barfuß, ihr hört's. So. Das
Das hat auf jeden Fall wehgetan. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Der kriegt es jetzt von dem Autofahrer. Wo ist er? Schaden habe ich auf jeden Fall schon mal gut gemacht. Vor mir irgendwo. Charlie. Chillen erstmal noch ein bisschen. Hätte ich einen Viererscope, Mensch. Das wäre es auch. Alle haben sie Charlie Sniper. Ist ja Wahnsinn. Nicht schlecht. Wieso habe ich den jetzt nicht erwischt? Ja, das war. Das war einfach dumm. Mit dem 2er-Scope, aber ich habe echt viel rumgelootet und keine Ahnung. Ja, Pech gehabt. Glück gehabt, ja, wie gesagt, falsches Scope. Da hat er einfach Glück gehabt, echt. Mein Knopf, mein Bobbel war einfach so. Sollen wir noch weiter zuschauen? Komm, wir schauen noch weiter zu. Schauen wir es uns noch zu ändern hier. Ich glaube, er ist tot. Nee, das ist nicht der Robby. Ja, genau, der ist tot. Aber er ist gerade. Der hat's ja auch schon von allen Seiten gekriegt. Nice. Ich mag, was der da macht. Ich, also wie gesagt, ne, war wieder kein gechillter Server, habe ich ja von Anfang an schon gesagt gehabt. Wir gehen auch nochmal ganz kurz ins Replay. Ich will nachher nochmal gucken, wie das mit der Jukebox war. Weil ich bin mir sicher, dass direkt vor mir eine reingesneakt ist. Und die Musik angemacht hat, obwohl ich den nicht gehört habe. Ich habe den nicht gehört. Vorne steht noch ein Auto. Da fährt eins links. Ja, ist eigentlich gut. Allerdings ist das Risiko, dass da oben eine BZ-Granate... Was macht der da? Habt ihr das gesehen? Was ist denn das? Warte mal. Wie kann der da stehen? Robby, was machst du da? Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Das ist ultra krass. What? Es ist nichts, wo er drauf sitzen kann. Es gibt nichts, wo er drauf... Er ist so krass, der Typ, ey. Er spielt ultra smart. Boah, er spielt mit den harten Tricks. Boah, er spielt hart. Er spielt ultra hart. Der Server ist ultra brutal.
an der Türkante da zu snipen. Hardcore. Boah. Nein. Alter Schwede. Nee. Oh mein Gott. Boah, Schweineglück gehabt. Ey, dazu zu gucken, das ist echt krass. Ja. Da kommen die Granaten. BZ wird als nächstes wahrscheinlich. Keine BZ. Schaut, der hat da diesen Bunny-Hop gemacht. Duck-Jump. Boah, ist so krass. Wie viele Granaten waren das? 3? Er wollte die Kante treffen. Boah, fuck, ist der gut, Mann. Mit dem Dreier-Scope auf der Ace, Mann. Fucking crazy. Fucking crazy, der Typ. Ich würde das Auto in die Luft schießen, wenn ich der andere Typ wäre. Hey, der war weiter rechts, oder? Boah, krass, die Granate war noch. Oh mein Gott. Alter, in was für einem Server bin ich da gelandet, Mann? Okay, ja, was lernen wir draus? Erstens, super süß, hier, New Jeans. Zweitens, nur wahnsinnig. Das ist fucking crazy. Achso, wartet noch. Ich wollte auch noch mal ganz kurz, ich muss auch noch mal ganz kurz eine andere Sache anschauen. Boah, das war ein hartes Spiel. Fuck me, man. Das war, also das war, glaube ich, das Krasseste, was ich bisher gesehen habe. Seht ihr das? Ich renne vor. Und da muss aber noch irgendwo einer gewesen sein. Weil die Ding ist ja angegangen, ne? Die Jukebox ist ja angegangen. Die ist von alleine angegangen, die Jukebox. Ist ja witzig, okay, die ist von allein angegangen. Nee, okay, ja. Da hatte ich mich getäuscht. Oh, es war der UAZ-Robby. Der UAZ-Robby, der Typ, der gerade hier dieses Festival abgebrannt hat. War die ganze Zeit hier gesessen und hat drauf gewartet, dass Leute hier die Jukebox verwenden. Mit denen hättest du gegen den hättest du null Chancen gehabt einfach. Es war so schlau, dass ich mir rumgecampt habe, wie der letzte Mensch. Weil wenn ich das nicht getan hätte, hätte mich der Typ, der am Schluss fucking crazy stuff gemacht hat, sofort weggemacht. Und ich hätte meinen komischen Jukebox-Gedöns nicht bekommen. Ja, das ist es, Leute.
Ihr müsst geduldig sein. Geduldig, 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 geduldig. UAZ Robbie hätte uns ultra die Hasenohren langgezogen. Aber dadurch, dass ich hier so lange rumgechillt habe, ist nichts passiert. Und ich konnte in aller Ruhe die Jukebox starten. Nice. Wieder was gelernt. Ich habe den krassesten Typen im Server durch Geduld ausmanövert und konnte dann die komische Jukebox starten. Obwohl ich eigentlich, ja, ist ja eine Mission gewesen. Na, aber Geduld ist die Mutter der Porzellankiste, Leute. Das wäre sofort vorbei gewesen für mich, das Match. Also mach's gut. Ciao, ciao.